Hi, ich bin Mona und heute zeige ich euch die Halbmondisolation oder auch Two-Handed Isolation genannt. Die Isolation ist ein Publikumsliebling. Ich hatte bei Auftritten Kinder, die, wenn sie diesen Trick gesehen haben, gesagt haben: Oh Mama, guck mal, der Reifen schwebt, guck mal, die kann zaubern. Das ist irgendwie so diese optische Illusion. Man bewegt sich, aber der Reifen bleibt auf einer Stelle. Das ist immer sehr faszinierend, besonders wenn man es zum ersten Mal sieht. Wir beginnen mit ein paar Dehnübungen, denn heute ist wichtig, dass ihr eure Arme komplett in beide Richtungen dreht. Also, wir nehmen einmal den rechten Arm und dehnen ihn zur Seite. So weit wie es geht, haltet diese Position ein paar Sekunden. Ihr werdet sehen, bei diesem Trick werde ich sehr oft darauf plädieren, dass ihr eure Arme durchstrecken müsst. Das gleiche machen wir einmal in die andere Richtung, linker Arm. Achtet darauf, dass ihr hier den Arm in Schulterhöhe streckt, nicht irgendwie nach oben oder nach unten. Das ist die Stretching-Position, die wir wollen. Das auch ein paar Sekunden halten. Okay, dann nehmen wir uns den Reifen dazu. Unsere Startposition ist diese hier. Wir halten den Reifen vor dem Körper. Unsere Hände greifen einmal von oben auf den Reifen. Meine Handfläche zeigt zum Boden. Meine Daumen zeigen zueinander. Okay, jetzt möchte ich mit meiner rechten Hand loslassen. Und die linke Hand geht einmal nach rechts, so als hätten wir sie gerade in dieser Dehnübung. Wir müssen uns vorstellen, der Reifen sei eine Uhr. Und unsere Arme sind die Uhrzeiger. Wir haben gestartet auf 6 Uhr und jetzt gehen wir auf 3 Uhr. Und der Arm bleibt gestreckt, wir gehen hoch auf 12. Hier kommt der rechte Arm wieder dazu. Wir greifen mit der Hand kleiner Finger an kleiner Finger. Die Handfläche zeigt diesmal nach oben und die linke Hand lässt los. Arm gestreckt. Der Arm bleibt durchgestreckt, euer Ellbogen darf sich bei dieser Übung nicht entspannen. Der Ellbogen bleibt immer durchgestreckt. Und wie bei der Dehnübung ist der Reifen jetzt komplett vor dem Körper zur linken Seite hin. Und wir bewegen den Reifen mit gestrecktem Arm runter auf 6 Uhr. Den Arm zu strecken ist ganz wichtig, denn was sonst passiert, ist das. Und dann ist die Illusion im Eimer. Deswegen, Arme bleiben durchgestreckt, durchgehend, nicht so, richtig strecken, ja? Am Anfang des Videos sowie bei meiner Compilation am Ende des Videos werdet ihr sehen, dass ich meine Arme nicht immer durchstrecke. Das liegt daran, dass ihr, sobald ihr den Dreh raus habt für die Isolation, dann ein Gefühl dafür bekommt, inwieweit ihr eure Ellbogen auch einknicken könnt. Für den Anfang empfehle ich euch, die Arme durchzustrecken, aber sobald ihr da den Dreh raus habt und wisst, wie ihr den Reifen in einer Laufbahn halten könnt, könnt ihr die Arme dabei auch entspannen. So, wir starten wieder vor dem Körper, Arm durchgestreckt, rechte Hand lässt los, linke Hand geht auf 3 Uhr, Arm ist wirklich vor dem Körper, der linke Arm ist gestreckt. Als würdet ihr gerade diese Dehnübung machen, die wir am Anfang gemacht haben. Und wir bringen den Reifen nach oben. Auch hierbei, wenn der Reifen nach oben kommt, achtet darauf, in dieser Bahn zu bleiben. Was ich in meinem Kurs oft hatte, ist, dass beim ersten Versuch das hier schön einhalten, aber dann hier unter die Augenhöhe gehen. Und dann wieder diesen Trick machen. Und dann bleibt der schön in der Spur, bis man oben ankommt. Also auch wenn ihr oben seid, meine Arme sind wirklich hoch.
Also noch einmal. Wir starten vor dem Körper, Arme gestreckt, Daumen aneinander. Rechte Hand lässt los, linke Hand geht rechts vor den Körper. Linke Hand geht nach oben und sie ist auch oben, über dem Kopf. Rechte Hand übernimmt und geht auf 9 Uhr und dann auf 6. Diesen Trick kann man in beide Richtungen machen. Das heißt, ich habe jetzt den Reifen links rumgedreht. Wenn ihr den Reifen rechts rumdrehen wollt, dann startet ihr mit der rechten Hand. Gleiche Ausgangsposition wie eben, Handfläche nach unten, Daumen zueinander. Diesmal startet die rechte Hand und die linke lässt los. Die rechte geht hoch, wie in der Dehnübung, auf 9 Uhr. Und noch einmal hoch auf 12 Uhr. Der Arm bleibt gestreckt, nicht sowas. Hub ist über dem Kopf. Links übernimmt und geht auf 3 und auf 12. Auch hier unten, Arme gestreckt, nicht so. Ja? Eigentlich das A und O dieser Übung ist, dass die Arme gestreckt sind. Bei dieser Übung kann es auch helfen, sich vor den Spiegel zu stellen und darauf zu achten, dass die Arme gestreckt bleiben und dass der Reifen wie der Rahmen der Uhr an einer Stelle bleibt und nur die Arme sich bewegen, so wie Uhrzeiger. Ihr könnt, wenn es euch hilft, auch erstmal diese Stopps einlegen. Also 3 Uhr, Stopp. 12 Uhr, Stopp. Übergabe. 9 Uhr, Stopp. 6 Uhr, Stopp. Übergabe. 3, 12. Übergabe. 9, 6. Übergabe. 3, 12. Übergabe. 9, 6. Und das in beide Richtungen üben. Eine weitere Sache, auf die ihr achten könnt, ist es darauf zu achten, dass der Reifen wirklich vor dem Körper bleibt und nicht, wenn ihr jetzt den linken Arm zieht, irgendwie in eine Schräglage gerät. Ne? Der Körper bleibt gerade nach vorne, als wärt ihr mit dem Bauchnabel mit der Wand gegenüber verbunden und nur der Arm dreht sich, nicht der Oberkörper. Unser Oberkörper bleibt statisch. Natürlich kann man dann, wenn man den Trick schon beherrscht, kann man den Oberkörper auch mit aktivieren und die Beine, aber für den Anfang hilft es wirklich wie ein festgewurzelter Baum zu stehen und nur die gestreckten Arme zu bewegen. Einen weiteren Tipp, den ich euch geben kann, ist es, einen Tisch zu benutzen. Ich habe hier gerade keinen Tisch zur Hand, deswegen versuche ich euch das mit meinem Hocker zu zeigen. Angenommen, das wäre ein Tisch und ich würde stehen, dann könnt ihr darauf achten, dass der Reifen immer auf diesem Level des Tisches bleibt. Also, ich mache meine Uhr und ich spüre, der Reifen hat noch Kontakt zum Tischboden. Und dann kriegt ihr ungefähr ein Gefühl dafür, wie sehr ihr eure Arme strecken müsst, wenn ihr oben seid. Und wer sich das Tutorial zur Smear schon angesehen hat, diese beiden Tricks lassen sich super kombinieren. Also wir machen die Smear. Und dann sind wir in dieser Smear-Ausgangsposition. Und dann können wir eine Hand loslassen und die andere macht die Isolation. Und auch von der Isolation aus können wir wieder zurück in die Smear und so weiter und so fort. Bleib dran, wenn du eine Compilation sehen willst von meinen Isolations, denn die benutze ich auch super gerne und super häufig. Die kommen in fast jedem meiner Hoopdance-Videos vor. Und weitere Variationen von Isolations zeige ich euch im späteren Verlauf. Das hier ist jetzt die einfache Version. Wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst mir einen Like da und wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare.
damit alle von der Antwort profitieren können. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Üben und wir sehen uns nächste Woche.